dass es starke Parallelen zwischen der Krankenschwester und der Serienmörderin Jane Toppin gibt. Jane war eine Medizinerin, die über viele Jahre hinweg etliche Menschen getötet hat, während sie vorgab, ihre Opfer zu pflegen. Nachdem ihre Taten schließlich aufgedeckt wurden, befand man sie vor Gericht, und daran erkennt man vielleicht gut, dass es über 100 Jahre her ist, für nicht schuldig aufgrund von Geisteskrankheit. Und man wies sie ins Taunton Insanity Hospital ein. Als die Krankenschwester ins Spiel eingeführt wurde, erschien auch eine neue Map, Crotus Pren Asylum. Die Krankenschwester und das Crotus Pren Asylum gehören zusammen, und wenn man sich dieses Level genauer anschaut, wird man zwei Details feststellen. Erstens, in der Anstalt gibt es eine Kuppel, die eingestürzt ist. Und zweitens, es sind Überreste eines Feuers auf der Map verteilt. Nun nochmal zurück zum Taunton State Hospital, in das die Real-Life-Serienmörderin Jane Toppin eingewiesen worden war. Wenn man Bilder von früher mit dem heute noch stehenden Gebäude vergleicht, stellt man fest, da fehlt doch was.